Und zwar wollen wir ein Märchen erzählen. Ebenfalls der Gebrüder Grimm, Hans Dumm. Es war einmal ein König, der lebte mit einer schönen Tochter, der Prinzessin, schon viele Jahre allein und waren eigentlich recht glücklich. Und eines Tages wurde das Glück ganz vollkommen, da gebar die Prinzessin ein Baby. Aber keiner wusste im ganzen Land, wer denn der Vater des Babys sei. Und so waren König und Prinzessin schon recht verzweifelt. Da ließ sich der König was einfallen und er bestimmte. Das Baby, Königsbaby, bringen wir in die Kirche, drücken ihr eine Zitrone in die Hand. Und der Männer, dem das Baby die Zitrone in die Hand drückt, der wird Gemahl und Vater unseres Königskindes sein. Damit aber nichts schief ging, befahl der König, dass nur schöne Leute in die Kirche reingelassen werden. Und so ein wirklich würdiger Gemahl zukünftiger König im Königreich werden soll. Aber in diesem Ort gab es einen Mann, der war recht klein und bucklig, hatte eine große Warze auf der Nase und war auch nicht recht gescheit. Deswegen nannten ihn alle Hans Dumm. Hans Dumm verstand es aber, auch in die Kirche zu gelangen. Und wie das Schicksal will, drückte das Baby Hans Dumm die Zitrone in die Hand. Oh Schreck! König und Prinzessin waren erschrocken aufs Tiefste. So ein hässlicher Gemahl. Gesagt, gesagt. Und so musste die Prinzessin den schrecklichen, hässlichen Hans Dumm heiraten. Das konnte der König aber nicht lange ertragen und so befahl er, die ganze Königsfamilie mit Hans Dumm in eine große Tonne zu setzen und aufs Meer hinauszuschicken. Die Tonne schipperte im Meer lang. Bald waren keine Menschen mehr am Ufer zu sehen und die Prinzessin schimpfte Hans Dumm, du schrecklicher Mann, du hast mir so viel Glück gebracht, so viel Unglück gebracht. Wie bist du denn überhaupt in die Kirche gekommen? Sagte Hans Dumm, das war ganz einfach, denn jeder Wunsch, den ich mir sage, der wird auch in Erfüllung gehen und ich habe mir gewünscht, in die Kirche zu kommen. Wenn das so ist, dann, ich habe so schrecklichen Hunger, wünsch uns doch was zu essen. Gesagt, getan, Hans Dumm bestellte einen großen Topf voll Kartoffeln. Kartoffeln ist eigentlich nicht das, was Prinzessinnen am liebsten essen. Aber Hans Dumm zeigte ihr, dass auch Kartoffeln gut schmecken können. Und so aßen sie sich beide erstmal satt an den Kartoffeln. Aber in der Tonne war es nicht wirklich gemütlich. Ja, und deswegen sagte Hans Dumm, ich werde jetzt ein großes, schickes Boot wünschen, damit wir sicher weiter schippern können. Und Hans Dumm wünschte sich ein wunderschönes Prachtboot, das sofort da war und beide stiegen von ihrer Donne in das Boot mit einer tollen Besatzung und fuhren weiter. Bald sahen sie das Land vor sich. Und da wünschte sich Hans Dumm ein wunderschönes Schloss. Die Prinzessin konnte ihren Augen nicht trauen, da entstand vor ihren Augen ein Märchenschloss, voller Gold und Pramott und Diener liefen rum und es war für alles was vorhanden. Ein wunderschönes Leben hätte es sein können, wäre nur nicht dieser hässliche Gemahl Hans Dumm an ihrer Seite. Aber wie es im Märchen so ist, auch dafür hat Hans Dumm eine Lösung.
Er wünschte sich auf einmal, ein flotter Prinz zu sein, und kaum gewünscht, entstand aus dem hässlichen Hans Dumm ein schlanker, ranker und wunderschöner Prinz. Der gefiel dann natürlich auch unserer Prinzessin. Ja, und jetzt lebten die beiden in Liebe, und das Glück konnte unendlich sein. Das Baby wuchs auf, aber trotzdem hatte die Prinzessin eigentlich Sehnsucht nach ihrem Zuhause. Der alte König indes war gram, dass er seine Tochter aufs Meer geschickt hat, ging lange Zeit nicht aus seinem Schloss, aber eines Tages dann wollte er dann doch einen Ausritt machen. Dabei sah er das neue, wunderschöne Schloss und konnte es gar nicht glauben, was das für ein Schloss in seiner Nähe ist. Er klopfte an und man ließ ihn herein. Dort tischte man ihm leckere Speisen und Getränke auf. Aber seine Tochter erkannte er nicht. Wohl, aber seine Tochter erkannte ihren Vater. Sie war noch traurig und gram, aber im Inneren ihres Herzens war sie schon fast bereit, ihm zu verzeihen. Und so dachte sie sich eine List. Sie bat ihre Diener, einen goldenen Krug ins Gewand des Königs zu stecken, und bald darauf verabschiedeten sie sich und der König ging seines Weges. Da ließ die Prinzessin ihre Reiter hinterher und gaben ihr den Auftrag, sie solle den König durchsuchen, ob er nicht einen goldenen Krug mit sich trüge, der ihr gestohlen sei. Die Reiter machten sich auf den Weg, fanden den König, und tatsächlich fanden sie auch den goldenen Krug. Der König konnte sie nicht erklären, wo dieser Krug herkam. Dennoch nahmen die Reiter den König mit zum Königsschloss. Dort erzählte die Königin dem König die ganze Geschichte. Der König war erleichtert, die Prinzessin froh, ihren Vater wiedergewonnen zu haben. Und so lebte der König auch weiterhin mit in diesem Schloss. Und fortan lebte König, Prinzessin mit Königsgemahl, dem Prinzesschen noch viele, viele Jahre glücklich gemeinsam. Und wie es im Märchen so schön heißt, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch noch weiter. Na, mal schauen, wie das euch gefällt.